Der Finaltag des 61. Weißen Bären von Berlin hat alles, was man sich von einer Sportveranstaltung erhofft. Spannung, Emotionen und natürlich Spitzensport. Und am Ende triumphiert er, Giulio Gaetani aus Italien. I feel very, very, very nice. It was a really hard competition, but very nice. I love the city. I have good feelings and I enjoyed a lot. Bis es dann aber soweit war, hat es ein wenig gedauert. Gaetani und sein Finalgegner Matthias Pavlik aus Tschechien liefern sich ein ebenbürtiges Duell. Doch dann muss das Finalgefecht beim Stand von 9:9 plötzlich unterbrochen werden. Kurze Schrecksekunde, Pavlik hat sich am Finger verletzt und muss behandelt werden. Nach einigen Minuten steht aber fest, es kann weitergehen. Und dann wird es nochmal so richtig spannend. Beim Stand von 14:14 setzt Gaetani seinen letzten Treffer und krönt sich somit zum Sieger des Weißen Bären 2023. Damit gewinnt er ebenfalls die U23-Wertung und der 22-Jährige ist gleichzeitig auch der erste Italiener, der das Traditionsturnier für sich entscheiden kann. Hey, it's really, really incredible. There were a lot of important, more stronger than me, people from Italy that fans are here. So it's good for me. I'm first of something of Italy, so very, very nice. I'm happy, really happy. Ganze 3 Jahre ist es her, dass ein Fechter im historischen Kuppelsaal triumphieren konnte. Nachdem das Turnier 2021 und 2022 ausfallen musste, freuen sich nun alle, dass das internationale Herrendegen-Turnier dieses Jahr endlich sein Comeback feiern kann. International sowie national erfreut es sich nämlich an großer Beliebtheit. Das Turnier ist ein sehr wichtiges für uns. Es ist eins der bestbesetztesten nationalen Turniere, die wir haben. Wir waren 270 Starter aus vielen Nationen und ich bin froh, dass wir wieder deutsche Beteiligung unter den letzten Vieren haben. Als letzter Deutscher im Feld schafft es Luis Bongard vom TSV Bayer Leverkusen unter die letzten vier. Im Halbfinale muss er sich zwar gegen den späteren Zweitplatzierten Matthias Pavlik geschlagen geben, trotzdem ist der 22-Jährige sehr glücklich über seinen dritten Platz. Auf jeden Fall extrem zufrieden. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es so weit kommen kann. Das Turnier hat gestern schon sehr gut angefangen mit der Vorrunde. Ich war gut platziert nach der Vorrunde und dann ging es bis heute so weiter. Dass das Finale nicht gereicht hat, ist schade, aber ich bin sehr zufrieden. Und auch für den Niederländer Tristan Thulen ist gegen besagten Matthias Pavlik Schluss. Der Sieger von 2019 und 2020 hätte dieses Jahr die Chance auf den dritten Sieg in Folge gehabt. Damit hätte er Geschichte geschrieben. Dieses Jahr reicht es nach einem ganz engen Duell gegen den Tschechen Pavlik dennoch für Platz 7. I fenced really well today, but in the end I lost the last match on one point, a sudden death point, 15-14. That was unlucky, but yeah, it was. Either way, it was a good competition. Selbstverständlich wird auch der beste Berliner Fechter geehrt. Die Auszeichnung geht dieses Jahr an Uwe Kirschen vom SC Berlin. Der 61. Weiße Bär hatte also wieder einiges zu bieten. Spannung, Emotionen und natürlich ganz, ganz viel Spitzensport gibt es dann natürlich auch wieder im nächsten Jahr beim 62. Weißen Bären.